Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Part von Let's Play Black Mirror 2. Und sorry, dass ich am Ende vom letzten Part so einen abrupten Cut gemacht habe, aber ich habe aus Versehen das übersprungen, was Darren gesagt hatte, als wir zum Ausgang gegangen sind. Und da habe ich mir gedacht, das wiederholen wir jetzt mal hier am Anfang dieses Parts und wir klicken mal zum Ausgang und hören uns an, was Darren jetzt hier noch von sich gibt. Black Mirror Castle. Am besten, ich gehe zu Fuß und mache einen weiten Bogen um das Dorf und die Straßen. Das war ja sehr vernünftig, oder ist sehr vernünftig von dir, Darren. Ich habe geahnt, dass mein Weg mich irgendwann hierher führt. Ich werde herausfinden, wer mein Vater ist. Ich werde die Mosaikscheiben finden und ich werde Angelinas Tod einen Sinn geben. Aber ich muss verdammt vorsichtig sein. Laut Angelina könnte mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehören. Vielleicht kann ich herausfinden, wer es ist. Mindestens einer gehört zum Gordon-Orden. Nymphe. Sehr nymphhaft. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Wieso nur fast? Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Ja, sieht hübsch diese aus. Steinfigur und die andere. Okay, Tor. An die erinnere ich mich gar nicht mehr. Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Ja, wir haben im letzten Part erfahren, dass der Darren in Wahrheit ein Sprössling der Gordons ist. Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Okay. Die Steinfigur zeigt... Briefkasten? Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Aha. Lea. Okay. Lea. Achso, er hat automatisch wieder zugemacht. Zum Schloss? Nein, mal noch nicht. Nochmal eine Nymphe. So. Kaputt. In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Das wäre mir neu. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. Ach, ist aber doch hübsch. Gut, was haben wir hier? Nymphen, Briefkasten, Klingel, Schloss. Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Hier sind alles Gegenanzeigen, schon klar. Was ist mein hier? Ast. Dort im Gebüsch liegt ein armdecker Ast. Sieht stabil aus. Brauchen wir den? Aber wir können ihn zumindest mitnehmen. Er ist feucht, aber nicht morsch. Er kann erst kürzlich von einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Okay, vielleicht. Tor, Schloss nochmal. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Okay. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Ja, dann. Zum Schloss werden wir wahrscheinlich auch nicht können, aber versuchen wir es mal. Hier so direkt. Die Streben an dieser Tür sind stark verwittert. Zwei sind sogar durchgerostet und an den unteren Enden nicht mehr mit dem Türrahmen verbunden. Aber wir betätigen natürlich als erstes mal die Klingel. Eine elektrische Klingel? Ich hätte eher mit einer alten Glocke gerechnet. Ja. Klingeln. Nichts. Vielleicht ist sie kaputt. Ich glaube, das hatten wir auch das ein oder andere Mal im ersten Spiel mit Samuel. Immer noch nichts. Müssen wir jetzt reparieren? Zum Schloss? Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen verbunden, aber sie sind widerstandsfähiger, als ich dachte.
Können wir da mit dem Hebelgesetz etwas aushebeln? Mit diesem Ast als Hebel sollte es funktionieren. Haha, im Physikunterricht aufgepasst. Das war's. Dann gehen wir doch mal zum Garten. Hey, wie kommen Sie hier rein? Das Tor war offen. Ja? Ich drehe dem Gör den Hals um. Ich habe ihr 100-mal gesagt, dass das Tor immer verschlossen sein muss, wenn wir keine Strolche hier auf dem Grundstück haben wollen. Wenn Sie damit auf mich anspielen. Ich bin kein Strolch. Ich bin Polizist. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie doch bestimmt einen Ausweis. Kann ich behilflich sein, Sir? Ich habe Herrn... Louis, werter Herr. Für euch einfach Louis. Sie übernehmen das Bett? Wunderbar. Sie müssen unseren Gärtner Louis entschuldigen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Falk. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich gestern Abend am Leuchtturm zugetragen hat. Ich habe davon gehört. Fürchterliche Sache. Aber sagen Sie, Ihr Akzent? Ich bin Teil eines Austauschprogramms. Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien tauschen Ermittler aus, um von den jeweils anderen Ermittlungsmethoden zu lernen. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, sozusagen. Wenn die Regierung es für nötig hält. Was ist denn mit dem Herrn Inspektor Collier? Sollte er Sie nicht begleiten? Der ist krank heute. Verstehe. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie kann ich Ihnen dienen? Also der Inspektor Collier, den gibt's immer noch. Den haben wir auch schon aus dem ersten Spiel. Und den Bates gibt's noch. Ja, halt, hallo, alter Junge. Black Mirror, schwarzer Wagen. Was ist ein schwarzer Wagen? Louis und Samuels Geist. Fangen wir mal mit Louis an. Dieser Louis macht einen recht schroffen Eindruck. Er ist Waliser. Aha. Er hat seine Herrin, Lady Eleanor, begleitet, als sie nach dem Tod ihres Mannes hierher gezogen ist. In Wales hat er sich um den Garten ihres Schlosses gekümmert. Damals legte er wohl noch eine andere Arbeitsmoral an den Tag. Lady Eleanor besitzt ein Schloss in Wales? Gewiss. Vor einigen Jahren gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Mann Sir Richard gestorben ist. Kurz danach ist sie hier eingezogen. Interessant. Oh ja, genau. Und der Louis war der Gärtner. Ich habe mir immer gedacht, ich glaube, der Gärtner von Black Mirror Castle hieß damals... War das der Morris? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der Louis, den hat die Lady Eleanor mitgebracht, als sie hier bei Victoria eingezogen ist. Gut, dann reden wir mal über Black Mirror Castle. Das ist ein erstaunliches Anwesen hier. Ein geschichtsträchtiger Ort, in der Tat. Leider hatten die Geschichten häufig mit Blut, Tod und Unglück zu tun, wie man hört. Die Familie Gordon wurde häufig geprüft, das ist richtig. Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber das Schloss macht nicht den besten Eindruck. Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hätte, Mr. Falk. Stimmt, Mr. Falk. schwarzer Wagen. Ein Zeuge hat am Tatort einen ungewöhnlichen schwarzen Wagen gesehen. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Im Besitz der Familie Gordon befindet sich ein klassisches englisches Automobil aus den 30er Jahren. Ungewöhnlich genug. Waren Sie mit dem Wagen heute Morgen an den Klippen? Die Ladies sind heute nicht ausgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass Louis den Wagen genommen hat. Fragen Sie ihn. Er kümmert sich um den Wagen. Wenn schon nicht um den Garten. Okay. Ladies. Sie sprachen eben von Ladies. Lady Victoria. Die Besitzerin von Black Mirror Castle und Lady Eleanor, eine Verwandte aus Wales. Die Ladies sind die letzten der Gordons und stehen dem Schloss vor. Kann ich mit den Damen sprechen? Ich würde es bevorzugen, sie nicht aufzuregen. Lady Victoria ist eine Dame reiferen Alters. Aber ein paar Worte sind doch sicherlich okay. Was immer es zu bereden gibt, können Sie auch mit mir bereden.
Ich bin seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Okay. Seit 70 Jahren, Bates. Du bist dann aber auch nicht mehr der Frischeste. Und ich meine, du redest dann über bei Lady Victoria über ein reiferes Alter. Was nennt man das dann bei dir, wenn du hier seit 70 Jahren angestellt bist? Samuels Geist. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl... Erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da sie vorher höflich gefragt haben, habe ich ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Ja, die kennen wir auch, dieses Ehepaar. Dieses Touristenpaar. Gut, dann noch Angelina. Diese Frau wurde ermordet. Kennen Sie sie? Sind Sie sicher, Sir? Leider ja. Ihr Name ist Angelina Morgan. Sie scheinen sie zu kennen. Ich? Kommen Sie, Sir. Wir müssen das den Ladies zeigen. In Ordnung? Jetzt also doch? Ich dachte, sie sollen nicht gestört werden, vor allem die Victoria nicht. Oha. Warten Sie bitte einen Augenblick, Sir. Ich melde Sie an. Was war denn das da im Spiegel? Mr. Fogg, die Ladies haben Zeit für Sie. Mr. Fogg? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, danke. Ich hatte etwas wenig Schlaf. Lady Victoria? Lady Eleanor. Mein Name ist Inspektor Fogg. Ich untersuche einen Mordfall. Bates meint, Sie hätten ein Foto des Opfers. Ganz recht. Kennen Sie sie? Wie ist Ihr Name? Angelina Morgan. Ich kenne sie nicht. Wenn das nun alles war... Ein paar Fragen hätte ich schon noch. Ist schon gut, Bates. Wir werden selbstverständlich mit der Polizei zusammenarbeiten. Fahren Sie ins Dorf und erledigen Sie, worum ich Sie gebeten habe. Ich bin mir sicher, der Inspektor wird uns Gesellschaft leisten. Sehr wohl, Madame. Also, wie können wir der Polizei behilflich sein? Aha. Okay, das hier wird die Lady Victoria sein. Ehrlich gesagt, sie sieht hier etwas jünger aus als im letzten Spiel, aber da war die Grafik auch sehr pixelig. Dann wird das die Lady Eleanor sein. Gut, Angelina, Bates, Black Mirror, in Black Mirror umsehen. Dann reden wir mal über Angelina. Sie schien das Bild der Toten unbedingt sehen zu wollen. Und auch Bates' Verhalten war auffällig, als ich ihm das Bild gezeigt habe. Sind Sie sicher, dass Sie die junge Dame nicht kennen? Ganz sicher. Wir sind nur besorgt. Der Mord geschah ja hier ganz in der Nähe. Nicht der erste. Da haben Sie leider recht. Es ist nun... Es ist 12 Jahre her, verstehen Sie? So viele Jahre und jetzt geschieht ein neuer Mord. Erzählen Sie mir von der Mordserie von vor 12 Jahren. Nein, das hat nichts mit diesem Verbrechen zu tun. Lassen Sie sie damit in Ruhe. Beschränken Sie sich auf den aktuellen Mordfall. Das ist schon schlimm genug. Mhm. Okay, sind in dem Punkt ein bisschen kurz angebunden. Bates. Ihr Butler Bates scheint sich um Sie zu sorgen. Er ist seit Jahrzehnten unser Butler. Er ist so etwas wie die gute Seele des Hauses. Er sieht es als seine höchste Pflicht an, alles für mein Wohlergehen zu tun. Auch wenn er dafür sein eigenes Wohlergehen aus den Augen verliert. Ist er krank? Ich befürchte, ja.
Wir haben ihm schon oft angeboten, sich hier bei uns zur Ruhe zu setzen, aber er lehnt es strikt ab, seinen Pflichten nicht mehr nachzukommen. Seit kurzem haben wir eine Haushaltshilfe, die ihm zumindest ein wenig zur Hand geht. Aha. Und wer? Das wird es doch aber nicht der Louis, oder? In Black Mirror umsehen. Dürfte ich mich hier im Schloss umsehen? Ich würde auch gerne noch einmal mit Louis sprechen. Natürlich. Wir haben nichts zu verbergen. Bleiben Sie so lange Sie wollen. Halten Sie sich nur von den Privaträumen fern. Das versteht sich von allein, Madame. Okay. Journal. Wo sind wir jetzt? Auf welcher Seite sind wir denn jetzt? Da hat aber unser... da sind wir aber mal... Ah, okay. Die erste Mosaikscheibe finden. Dieser diebische Rabe hat den Mosaikscheibe gestohlen. Ich lasse mich von diesem Federvieh nicht beklauen und hole mir die Scheibe so, zumindest mehr als bei mir. Okay, das hatten wir im letzten Part schon. Black Mirror betreten. Also schön. Black Mirror Castle. Irgendwie scheint jeder Weg nur hierher zu führen. Nun hier... Ich werde mich im Schloss umsehen und mir die Antworten holen, die ich suche. Die zweite Mosaikscheibe finden. Der einzige Hinweis auf den Aufbewahrungsort der zweiten Mosaikscheibe sind diese Namen, die Angelina aufgeschrieben hat. Nur, was sind das für Leute? Mit den Bewohnern reden. Ich sollte es ausnutzen, dass ich mich als Polizist hier relativ frei bewegen kann und die Bewohner des Schlosses verhören. Mindestens einer von ihnen ist im Orden. Nur nach meiner Mutter... kann ich nicht einfach fragen. Das würde meine Tarnung sofort auffliegen lassen. Mhm. Okay, versuche ich nochmal die Lady Victoria. Nein, jetzt nicht. Kann ich dann mit Lady Eleanor sprechen? Das geht. Black Mirror. Sie leben erst seit einigen Jahren hier, Lady Eleanor? Das ist richtig. Nach dem Tod meines Mannes wollte ich nicht alleine in dem großen Haus wohnen bleiben. Also sind Sie zu Ihren Verwandten nach Willow Creek gezogen und haben Louis gleich mitgebracht. Louis war unser Gärtner in Wales. Er ist manchmal etwas schwierig, aber ich brachte es nicht übers Herz, ihn zu entlassen. Ich habe ihm angeboten, mit hierher zu kommen und sich hier um den Garten zu kümmern. Was er aber nicht zu tun scheint. Nun... Er hat es nicht gut verkraftet, seinen Garten, seine Heimat in Wales verlassen zu müssen. Okay, sie ist auf jeden Fall, Schloss in Wales, Louis, sie ist auf jeden Fall auch sehr angenehm, so wie ich sie aus dem letzten Spiel in Erinnerung hatte. Louis. Louis ist doch freiwillig hier. Ich verstehe nicht, warum er diesem neuen Leben keine Chance gibt. Sie sind jung, Mr. Fogg. Sie verstehen nicht, wie es ist, seine Heimat hinter sich lassen zu müssen. Louis hat seine Wurzeln in Wales. Und ohne Wurzeln geht ein Baum ein. Warum geht er dann nicht zurück? Ich habe es ihm angeboten. Ich habe ihm eine kleine Summe als Starthilfe versprochen. Erst dachte ich, er würde es tun. Aber dann ist er doch geblieben. Seltsam. Er ist ein komplizierter Mann. Er arbeitet seit über 20 Jahren für mich. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, als hätte ich ihn durchschaut. Ich glaube, er gibt mir die Schuld für sein Unglück. Er spricht nur noch dann mit mir, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und in seinen Augen sehe ich den Hass. Das klingt aber schon sehr ordensverdächtig. Wobei der Tom in Wales ja gesagt hat, die Lady oder so, oder die Frau oder die Dame hat da irgendwie was befohlen. Vielleicht war es eine von diesen beiden Damen, vielleicht die Lady Eleanor? Schloss in Wales. Erzählen Sie mir von Ihrem Anwesen in Wales. Es ist ein schönes Schloss. Nicht so groß und alt wie dieses hier. Seitdem wir weggegangen sind, war ich nicht mehr dort. Ich befürchte, es wird in keinem guten Zustand sein. Und auch der Sumpf wird sich ausgebreitet haben. Es ist schrecklich. Ich könnte es nicht ertragen, unser Zuhause so zu sehen. Wir hatten glückliche Jahre dort. Wann ist Ihr Mann gestorben? Vor einigen Jahren. Sir Richard, mein Mann, war Wissenschaftler. Er hat in einem Gartenhaus experimentiert. Halb im Scherz meinte ich immer, er würde sich eines Tages noch selber in die Luft jagen. Ich hatte aber nicht wirklich geglaubt, dass es genau so kommen würde.
Ich verwette meine rechte Hand, dass ich in Lady Eleanors Schloss gefangen war. Es passt alles genau zusammen. Und der Anruf damals lässt darauf schließen, dass das Schloss nicht zufällig gewählt wurde. Ob sie ihr altes Anwesen dem Orden zur Verfügung gestellt hat? Sir Richard, natürlich. Den erkennen wir auch so vom Profil her aus dem letzten Spiel wieder. Mit was für Forschungen hat sich Sir Richard beschäftigt? Er hatte ganz unterschiedliche Interessen. Nach der Tragödie vor 12 Jahren beschäftigte er sich hauptsächlich mit, mit Blut. Mit Blut? Er war davon überzeugt, dass das Blut der Gordons sich irgendwie von dem anderer Menschen unterscheiden müsse. Ich glaube, er suchte eine wissenschaftliche Erklärung für all das Unglück, das die Familie seit Jahrhunderten begleitet. Ein Fluch im Reagenzglas? Wahnsinn ist vererbbar, wie Sie vielleicht wissen. Warum nicht auch Unglück? Oder das Unglück ist nur das Resultat der Wahnvorstellungen. Das erklärt, was Angelina in Wales gesucht hat. Sie hoffte, dass Richard etwas Interessantes herausgefunden hatte, bevor er starb. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes Gesicht im Haus zu haben. Okay, bereitwillig geantwortet. Lady Eleanor. Strickkorb. Ein Korb mit Strickzeug. Wolle, Schere und so ein Zeug. Aber wir können mir was nehmen. Dürfte ich mir ein Stück Bindfaden ausleihen, Lady Eleanor? Einen Faden? Ja, bitte. So gute 2 Meter lang? Von mir aus. Bedienen Sie sich. Danke. Immer gut, einen roten Faden zu haben. Okay. Bindfäden sind immer gut zu gebrauchen. Ich habe etwas von dem reißfesteren genommen. Ah. Ein knapp 2 Meter langer Faden. Man könnte wohl keine Tonne dranhängen, aber er ist relativ reißfest. Okay, gut. Ansonsten? Tori. Zur Halle? Ja, dann gehen wir doch noch zur Halle. Können wir uns jetzt wie im Schloss... Oh, Leute, das sieht so aus, als könnten wir uns im ganzen Schloss umsehen. Wie auch schon im letzten Spiel. Kamin. Gemälde. Pflanze. Die Pflanze steht bestimmt erst seit kurzem hier. Bei den Lichtverhältnissen macht sie es aber auch nicht mehr lange. Okay. Kamin? Ein kleines Feuer für einen solch mächtigen Kamin. In diesem Land scheinen die alten Ladies härter zu sein als bei uns in den Staaten. Da wäre es in jedem Raum mindestens 25 Grad warm. Ja, oder die würden gleich nach Miami ziehen. Zeit, um melancholisch in die Flammen zu starren, nehme ich mir, wenn das hier vorbei ist. Okay, Leute, aber wir nehmen uns jetzt die Zeit und machen hier einen Break und machen genau an dieser Stelle im nächsten Part von Let's Play Black Mirror 2 weiter. Und werden ausgiebigst das Schloss erkunden, das wir ja eigentlich schon vom letzten Spiel her kennen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!